Nachdem wir jetzt gerade den Vortrag mit der kürzesten Anreise der Referentinnen und Referenten hatten, kommt jetzt der Vortrag im Rahmen der Kurzvorträge mit den Referenten mit der weitesten Anreise. Ich freue mich, dass Lambert Kansi und Martin Lüthi aus der Schweiz den Weg hierher gefunden haben. Lambert Kansi arbeitet im Kantonalarchiv Basel-Stadt. Er hat Geschichte, osteuropäische Geschichte und Soziologie studiert, in Potsdam die Fernweiterbildung Archiv gemacht und ist seit 2000 in Basel und leitet dort den Bereich IT und Repro-Dienste und ist jetzt auch gerade mit dem Neubau des Archivs da beschäftigt. Martin Lüthi ist Wirtschaftsinformatiker, hat sich viel mit dem Bereich Dokumentenmanagementsysteme, digitale Archivierung in unterschiedlichen Sektoren beschäftigt und leitet seit 2006 die Abteilung Aktenführung und digitale Archivierung im Staatsarchiv St. Gallen. Und die beiden stellen uns eine Studie vor, die von beiden Staatsarchiven gemeinsam durchgeführt worden ist, zum Thema Service Design im digitalen Lesesaal. Lambert, Martin, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Martin Lüthi und ich auf dieser Tagung an diesem Ort unseren Beitrag zur Öffnung von Archiven in einem anderen Sinne vorstellen dürfen. Der Hintergrund dieses Projektes ist ein Informatikprojekt, in dem es um die Entwicklung eines digitalen Lesesaales geht, der den Zugang zu Archivgut jederzeit ermöglicht, medienbruchfrei und sozusagen in den gewünschten Formaten, die der Benutzer möchte. Ich glaube, das sind alles Stichworte, die vorhin in Ihrem Vortrag auch schon gekommen sind. In diesem Sinne schließen wir hier an. Wir haben dieses Projekt schon vor einigen Jahren gestartet und haben dieses Projekt zur Entwicklung des digitalen Lesesaals vor einigen Jahren schon gestartet, haben dann gemerkt, dass wir ein Problem hatten. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Nutzer ins Zentrum stellen. Wir haben gesagt, der Zugang ist ganz wichtig, er muss zeitgemäß erfolgen können, den Benutzerbedürfnissen entsprechen. Wir haben konzipiert und gemacht, entwickelt und plötzlich festgestellt, wo ist der Nutzer? Der Nutzer ist uns irgendwo im Zuge dieser Arbeiten erstmal noch abhanden gekommen. Wir haben uns dann entschieden, einen Halt einzulegen, dem Benutzer auf die Spur zu kommen, zu erfahren, was er möchte und was seine Bedürfnisse an einen digitalen Lesesaal sind. Das haben wir aber nicht im Sinne eines User-Centered Designs gemacht, was für eine Oberfläche ist für den Benutzer wichtig, sondern wir haben einen Service-Design-Ansatz verfolgt und die Frage ist, warum das? Hätten wir nicht das klassische Informatikprozedere abwickeln können? Wir machen Anforderungserhebungen, wir gucken, was Benutzer möchten, wir machen Prototyping, wir haben Beta-Tester und gut ist. Und damit ist das Produkt beim Benutzer. Das wäre der klassische Weg gewesen, wenn man Benutzer einbeziehen möchte in Informatikprojekten. Wir haben dann aber bei der Überlegung und der Konzipierung dieses Einbezugs festgestellt, dass das breiter erfolgen muss, dass wir nicht nur sozusagen das System in den Blick nehmen müssen, das der Benutzer möchte, sondern seinen Benutzungskontext. Was möchte der Benutzer nicht vom System, sondern von dem Archiv? Und das hat dazu geführt, dass wir nicht Oberflächen, Features, Funktionalitäten in den Blick genommen haben und diese möglichst nutzergerecht gestaltet haben, sondern den ganzen Dienstleistungsprozess als solchen. Was erbringt das Archiv an Dienstleistungen für welchen Benutzer und in welcher Form? Das war die Grundfrage, die wir mit dem Service-Design-Prozess beantworten, die Grundfrage, die wir beantworten wollten. Wichtig war dabei, dass wir uns nicht nur auf digitale Prozesse, also Prozesse im digitalen Raum konzentrieren, sondern auch die klassischen Prozesse eines Archivs im Benutzungsbereich vor Ort in den Blick nehmen. Es gibt einen Lesesaal, wird es in den 20 Jahren auch noch geben? Wie sieht er dann aus? Wie verbindet sich sozusagen diese digitale Nutzung mit den Benutzungen vor Ort?
Der letzte Aspekt, der uns noch ganz wichtig war im Zuge dieser Studienarbeit, war, wir wollten nicht nur mit den altbekannten Benutzergruppen, den Genealogen, den Historikern ins Gespräch kommen. Wir wollten wissen, wer kommt noch nicht ins Archiv und warum nicht. Und wie können wir etwas dazu beitragen, dass diese Benutzergruppen doch kommen. Den weiteren Verlauf dieses Prozesses, dieses Projektes, stellt Ihnen jetzt erstmal Martin Lüthi vor. Ich möchte mal kurz durch den Prozess führen, den wir jetzt seit eineinhalb Jahren durchgeführt haben zum Service Design und starte mit der Service Design Methode. Kurz, was heißt ein Service Design überhaupt? Wikipedia definiert Service Design als Prozess der Gestaltung von Dienstleistungen. Es ist ein Teilgebiet des Designs und wird von Designern normalerweise zusammen mit den Unternehmen und Organisationen genutzt, um methodisch kunden- und marktgerechte Dienstleistungen zu erarbeiten. Dafür gibt es ein schönes Methodenvorgehen. Zuerst starten wir mit der Strategie, ausgehend von der Strategie des Archivs, bei uns natürlich, und den rechtlichen Grundlagen werden Services entwickelt. Als nächster Schritt ist, ausgehend von den Usern, nicht von der Technik, nicht vom Archiv, wirklich der Mittelpunkt steht auf den Benutzern, werden die Bedürfnisse abgeklärt. Der folgende Schritt ist sogenannte Co-Creation. Das ist der aktive Einbezug der Stakeholder oder User in die Entwicklung dieser Services. Als nächstes erfolgt das Sequencing, das ist es, die Services als Ganzes zu strukturieren und zu gliedern in Pre-, During- und Post-Service. Ich komme auch noch genau darauf zurück, was es heißt und erkläre das gerne noch ein bisschen tiefer. Im Evidence werden dann die unsichtbaren Aspekte der Services sichtbar gemacht. Dies ist der Weg, die Organisationssicht und die internen Prozesse einzubeziehen. Und am Schluss noch in der Holistik ist der Ansatz, unabhängig von Werkzeugen, Medien oder Kommunikationskanälen, also egal ob jetzt online, on-site, analog, digital, zu gestalten. Das war wirklich ein wichtiger Aspekt in diesem Service-Design-Prozess für uns. Ups, zu schnell. Vorbereitend für diese Arbeit mit den Personas wurden die bereits bestehenden Stakeholder-Analysen überarbeitet. Insbesondere wurden die Nutzergruppen ausdifferenziert und zudem die einzelnen Stakeholder nach ihrer Nähe im Sinne von Relevanz für das Staatsarchiv Basel-Stadt hier ein Beispiel. Das gleiche haben wir auch für St. Gallen gemacht. Wir haben das immer gemeinsam gemacht, hat aber gewisse Nuancen natürlich St. Gallen und Basel nicht ganz gleich kopiert. Die Erweiterung bezog sich auch auf den betrachteten Kreis nicht nur für die digitale Lesesaal, relevanten Stakeholder wurden geprüft, sondern alle Stakeholder. Darum ist das Bild auch recht umfangreich. Ich glaube jetzt noch nicht, dass Sie sehr viel sehen können, leider. Aufbauend auf dieser Stakeholder-Analyse in Basel Stadt und St. Gallen wurden 12 relevante Nutzergruppen identifiziert und aus ihnen entsprechende Personas gebildet. Und mit folgenden Attributen beschrieben: Hintergrund, also Herkunft, Bildung, Mindset, Denkhaltung, Bedürfnisse, Fragestellung, Motivation zur Archivnutzung, Beziehung und Kommunikation zwischen Archiv und dem Nutzer, die Affinität zur Information, die Affinität zur E-Culture und Internetnutzung, die Identifikation mit dem Ort, der Stadt oder Region und die Identifikation mit dem Archiv. Diese Personen repräsentieren entweder bestehende Nutzergruppen, die uns alle bekannt sind, wie Verwaltung, Wissenschaft, direkt Betroffene, Medien, Architektur, Bauwesen, aber auch solche, die aus unserer Sicht heute komplett fehlen, sogenannte Nichtnutzer haben wir genannt, wie Wirtschaft, Freizeitnutzer, Migranten, Schüler, Gruppen wie Kulturschaffende, Kreativwirtschaft oder Kunststudierende stellen heute nur peripher im Archiv auftauchende Benutzergruppen dar, denen wir ein großes Potenzial zuordnen. Im nächsten Schritt wurden Vertreter Nutzergruppen, sozusagen personifizierte Repräsentanten der Personas, eingeladen zu 10 Workshops, um die externe Sicht auf die bestehenden Dienstleistungen systematisch zu erheben
und ihre Bedürfnisse mit Blick auf die Entwicklung und Dienstleistungen aufzunehmen. Die Workshops fanden Ende 2016, Anfang 2017 statt, in Zürich, Basel und St. Gallen. Die Fragestellungen waren relativ weit gefasst und bezogen folgende Aspekte ein. Was ist ein Archiv, ein Staatsarchiv? Wie nehmen Sie das Archiv wahr? Nutzen Sie das Archiv? Aus welchen Gründen oder eben auch wieso nicht? Beurteilen der heutigen Services? Was gibt es zu verbessern? Welche Services vermissen Sie oder fehlen ganz? Und generelle Fragen zur Informationskompetenz. Wir konnten natürlich nicht alle definierten Personas in dem Workshop berücksichtigen, doch innerhalb kamen diese 10 Workshops zusammen, verteilt auf St. Gallen, Basel und Zürich, und versuchten auch diese für beide Archive zusammenzulegen. Dies war nicht immer einfach. Und es gab auch Fragen, ob sich die Ergebnisse aus Basel sich zum Beispiel, Basel ist sehr stark im Bereich Schulen, da haben wir einen Workshop für die Schulen in Basel durchgeführt, beziehungsweise in Zürich, ob es dann das auf den Kontext für St. Gallen ummünzen lässt. Die Vorbereitung für diese Workshops erwiesen sich je nach Nutzergruppe als mehr oder weniger aufwendig, und zwar so mit Blick auf die Fragestellung, als auch die Organisation des Einladen von Personas. Also wir brauchen recht viel Zeit, um die jeweiligen Gruppen zusammenzukriegen. Diese intensive Arbeit, sowohl vorbereitend als auch während und nach der Workshop, erwies sich als, verzeihen Sie ein bisschen den saloppen Ausdruck, wahre Goldgrube. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Nutzung des Archivs sowie Erwartungen und Bedürfnisse generierten eine umfangreiche Dokumentation. Die für das Projekt Digital Access to Archive, neu digitaler Lesesaal, aber auch für den Neubau im Fall der Staatsarchivbasis Stadt von großer Bedeutung ist. Hier ein Einblick in eines dieser Workshops Ergebnisse, frei herausgegriffen. Hier zur Wahrnehmung und Rolle des Archivs eine durchaus bekannte Aussage in der Mitte. Ein Haus voller Informationen, sehr viel darin unbekannt. Das ist ein typisches Bild, denke ich, die viele Leute von Archiven haben. Aber in der Art Darstellung sehr anregend. Nur ein kleines Beispiel, es wurden ganze Wände mit solchen Beispielen gefüllt. Wie gesagt, es gab viel Input für das Projekt für den digitalen Lesesaal und für den Erwartung von Nutzern und eben auch Nichtnutzern. Ein wesentlicher Aspekt, haben wir auch vorher gehört, oft genannt und in vielfacher Bedeutung diskutiert, ist die Vernetzung. Archiv muss sich einerseits als Teil eines Netzwerks begreifen, andererseits seine Inhalte so anbieten, dass sie anschlussfähig nutzbar sind. Somit heute vorwiegend online, auf jeden Fall in digitaler Form. Zweiter Workshop befasst sich an die konkreten Überlegungen, wie so ein Zugang denn in Zukunft aussehen könnte. Hier ein Beispiel von Schüler- und Kunstdesign-Studierenden. Einfach ein typisches Beispiel, eine Archiv-App. Die Ergebnisse der internen Zusammenstellung wurden schlussendlich durch einen Spezialisten aufbereitet, den sogenannten Touchpoint-Matrix. Die sehen wir hier. Sie sehen leider die Namen nicht, aber ich kann vorhaben, für diese genannte Pre-Services, die eigentlich, also das, wo als Vorderleistung erbracht wird. Dann haben wir als nächstes den During-Service, das ist der Kern der Leistungserbringung. Und das nächste ist dann die Post-Service, dann die Nachbearbeitung des Services. Oben haben Sie die Nutzersicht, unten das Archiv und dieser rote Balken, sogenannte Touchpoint. Also hier ist der Berührungspunkt zwischen Nutzer und Benutzerinnen. In diesem Bild ist ja auch noch diese externe Analyse angesprochen, das sieht man hier im Titel. Und das sieht man in diesen Feldern, die hier so rot aufleuchten. Hier wurde eingetragen jeweils die Rückmeldungen der Nutzer, egal ob es positiv, negativ. Und hier sieht man genau, wo Sie können wirklich nichts lesen, aber wo die Problemfelder sich in diesem Prozess befinden.
hat uns sehr viel Aufschluss gebracht für die Entwicklung des digitalen Lesesaals, also auch für den Anforderungskatalog, was wirklich gewünscht ist, was wollen die Leute, was wollen sie nicht und was bieten wir schon gut an. In einem weiteren Schritt wurden Voraussetzungen, Präferenzen und Anforderungen an den Service der Einzelpersonas in neuen Dimensionen gebündelt und sind auf die bestehende Service abgebildet. Also wir haben hier den links die Aspekte. Dann als nächstes die Personengruppe. Oh, der geht nicht mehr höher. Interessant. Ah, jetzt. Dann der Service. Und folgende Aspekte wurden dann aufgrund dieser Workshops dann definiert. Zeitfaktor Dringlichkeit, also wie schnell muss die Dienstleistung erbracht werden. Zugänglichkeit des Archivs, niederschwellig, also ist der Zugang niederschwellig für die Leute, ist eine hohe Hürde für die Leute. Umgang mit der Informationskomplexität, also was kann man dem Nutzer zumuten? Ein kleines Beispiel, kann er mit einer Datenbank etwas anfangen, die ich mal vor die Füße lege? Bedeutung, Vollständigkeit und Exaktheit der Information, also wie wichtig ist sie. Dann die digitale Orientierung, ist er ein totaler Anfänger, was Informatik betrifft, oder ist er halt ein Crack? Weil die Unterschiede sind immens, das haben wir auch bei der Befragung festgestellt. Fokus auf materielle Qualität oder digitale Verfügbarkeit, das heißt, genügt ihm ein Digitalisat von einem Objekt oder benötigt er das physische, wirklich das physische Objekt? Interaktion mit dem Archiv, also persönlich, automatisiert, online oder on-site. Wie möchte er gerne kommunizieren? Formell, standardisiert, informell. Daraus ergeben sich sogenannte Nutzungscluster. Sie sind nicht für alle Personen als gleich relevant und auch in Bezug auf ihre Medialität unterschiedlich definiert. Die einen beinhalten Services in sowohl analoger wie digitaler Form, andere sind nur analog, andere nur digital. Auf dieser Basis können die Services weiterentwickelt werden. Indem Dienstleistungen angeboten werden, die die Cluster bedienen, können Anforderungen und Erwartungen der Nutzer und Nutzer befriedigt werden. Wir haben nachher festgestellt, dass die Sicht deutlich über die Klassensicht für Benutzergruppen hinausgeht. Nicht nur Wissenschaft und Verwaltung sind relevante Gruppen. Und es gibt nicht eine allgemeine Öffentlichkeit, sondern diese Gruppen unterscheiden sich sehr differenziert. Die Entwicklung neuer, respektive die Reformulierung bestehender Services erfolgt in den jeweiligen Projekten Digital Lesesaal, dem wir kurz vor der Ausschreibung sind, und im Falle vom Staatsarchiv Basel-Stadt und bald hoffentlich auch in St. Gallen mit dem Neubau. Jetzt sieht mein Kollege Lambert-Kanzi noch das Fazit. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was wir, wie detailliert und vielschichtig wir diese Studien, diesen Prozess durchgeführt haben und Studien erstellt haben. Wenn wir das rückblickend bilanzieren wollen, dann war dieser Prozess im ursprünglichen Projekt, in der ursprünglichen Projektanlage nicht vorgesehen, hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Projekt Digitaler Lesesaal noch nicht in Betrieb ist, sondern erst noch immer im Projektstadium sich befindet. Zugleich haben wir aber auch gemerkt, dass wir rückblickend betrachtet jetzt erst in der Lage sind, die Anforderungen an ein derartiges System ganz klar und präzise zu formulieren. Denn es hat sich gezeigt, dass so digital und vernetzt und ubiquitär und zeit- und ortsunabhängig die Information verfügbar sein sollte, das Bedürfnis massiv vorhanden ist, mit Originalunterlagen zu arbeiten, wenn es sich um analoges Archivgut handelt, dass aber auch zugleich der Kontakt mit dem Archiv, mit den Archivaren oder auch mit anderen Nutzern ein wesentlicher Aspekt ist oder ein wesentliches Bedürfnis vieler Benutzerinnen und Benutzer Gruppen und der einzelnen Benutzer selbst ist. Also hier hätten wir unter Umständen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wenn wir gesagt hätten, im digitalen Lesesaal könnt ihr alles digital machen, aber bitte nichts mehr analog. Und diese Gefahr, diese Falle, der entgehen wir jetzt hoffentlich, zumal wir gemerkt haben, dass
wir hier mit vielen Benutzern in Kontakt getreten sind, die wir im weiteren Verlauf des Projektes weiterhin einbeziehen können. Die Benutzer sind durchaus gewillt, sich auf Abenteuer einzulassen, wenn es darum geht, mit neuen Systemen zu arbeiten, etwa im Fall eines Beta-Tests. Ich komme zum Schluss. Wir sehen hier eine Abbildung aus einem der Workshops. Ein Archiv ist eine Wundertüte. Und ich glaube, das ist einerseits allen bekannt und auf der anderen Seite ist es aus unserer Sicht auch ein Auftrag an das Archiv, diese Wundertüte dem Benutzer zugänglich zu machen. Das Archiv ist nicht im Vordergrund, das ist die Verpackung, sondern der Inhalt dieser Wundertüte. Das ist das, was die Benutzer sehen, anfassen und nutzen möchten. Und in diesem Sinne haben wir einen Auftrag mitbekommen, mit dem digitalen Lesesaal sozusagen die Verpackung zu generieren, in dem dann der Inhalt, der eigentlich interessierende Inhalt, adäquat genutzt werden kann. Sollten Fragen sein, stehen wir beide gerne zur Verfügung, entweder jetzt oder auch über die Kanäle, die hier angezeigt sind. Ich danke. Für ein, zwei Rückfragen haben wir jetzt direkt Zeit, wenn es da was gibt. Dann Mikrofon kommt rüber, dann kommt ihr am besten hoch, dass ihr die auch beantworten könnt. Ein paar Minuten? Ja, zwei. Ja. Machst du? Ja, das geht schon. Das geht so. Dr. Meinhard, ich hätte nur eine Frage. Wie haben Sie die physischen Vertreterinnen Ihrer Persona ausgewählt? Bei den Workshops. Wir haben festgestellt, was die Person, die meiner Person entspricht. Ja, da kommt darauf an, welche Personengruppe das war. Bei der Verwaltung so, wissen wir gewisse Leute, was ich, die kenne ich relativ gut in der Verwaltung. Da habe ich es dann gemacht, ich nehme die, die kenne ich, die sind, oder die sind sehr kritisch auch, die kenne ich auch, die habe ich auch genommen. Bei Schülern haben wir, glaube ich, eine Gruppe von einer Klasse ausgewählt. Das war die Herausforderung, wirklich die zu kriegen, teilweise auch. Dann in gewissen Bereichen, so Wissenschaft, ich habe meine Kollegen gefragt, wer so möglich wäre zu nehmen. Was haben wir sonst noch? Also gerade aus, also eben ist vieles kommt, also viele Auswahlprozesse liefen über bereits bestehende Beziehungen. Das ist das eine. Gerade in dem Fall, den du angesprochen hast, die Schüler, da hatten wir allerdings auch Misserfolg. Wir haben 3 Anläufe gebraucht, bis wir einen derartigen Workshop zustande gebracht haben. Aus verschiedenen Gründen ist das mehrfach gescheitert. Das andere war natürlich, wie kommen wir mit unseren Nichtnutzern in Kontakt? Also Freizeit. Was ist ein Freizeitnutzer? Das war eine echte Herausforderung. Wir haben über Mund-zu-Mund-Propaganda und längerfristige sozusagen Akquirierungsprozesse, sage ich einmal, doch eine Gruppe zusammenbekommen, von denen wir dann von Vertretern und Personen, die wir dann als prototypisch empfunden haben und gesagt haben, mit euch machen wir diesen Workshop. Aber diese Vorbereitung, gerade an diese Vorbereitungsarbeit, um gerade an Nicht-Nutzergruppen heranzukommen, ist erheblich zeitaufwendig gewesen. Wir mussten auch Kompromisse machen. Wir haben zum Beispiel dann auch darauf verzichtet, mit Migranten selbst ins Gespräch zu kommen, sondern haben quasi mit Fachleuten, die sich mit dieser Situation von Migranten auseinandersetzen, gesprochen, einfach um es auch pragmatisch handhabbar zu machen. Aber das ist ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit, wenn man mit Personas oder Nutzervertretern arbeitet. Wie wähle ich sie aus? Und diesen Zeitaufwand darf man einfach nicht unterschätzen. Man muss genügend Zeit einplanen und auch Rückschläge, sage ich jetzt einmal, wegstecken können. Ich glaube, eine Frage können wir noch, wenn eine da ist. Ja. Und vielleicht kurz sagen, wer Sie sind, wo Sie herkommen. Markus Benemi, Bundesarchiv. Nur eine kurze Frage. Wie viel hat es denn gekostet eigentlich, diese ganzen Studium mit all dem Aufwand, den Sie ja gemacht haben? Viel. Also Zahl darf ich und kann ich nicht nennen, aber es ist wirklich ein hoher Betrag. Aber man muss überlegen, wir haben 10 Workshops gemacht, Aufwand 2 bis 3 Tage pro Workshop. Wenn ich einen Ansatz in der Schweiz nehme, vom Tagesansatz von 2000 Franken, können Sie mal hochrechnen. Da haben Sie natürlich nicht alle Kosten eingerechnet, vor allem der Zeitaufwand war sehr. Wie gesagt, das Finden der passenden Nutzer hat auch sehr viel Zeit benötigt. Wir haben viel länger gebraucht, als wir gedacht haben. Aber es ist nicht zu unterschätzen, die Kosten. Wirklich. Weil wir haben auch einen Experten dazu beigezogen. Haben das auch nicht selber gemacht. Gut, okay, dann vielen Dank. Dankeschön.
Die zwei sind ja noch ein bisschen hier. Wenn noch weitere Fragen sind, kann man das dann auch beim Kaffee oder gleich beim Essen.